So, liebe Leute, wir sind wieder da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche, wie immer montags mit einer freien und offenen Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Kerstin. Und Kerstin ist 47. Hallo Kerstin. Hallo, hier ist die Kerstin. Hallo Kerstin. Ich rufe wegen dem letzten Freitag nochmal an. Mhm. Und da war kurz vorm Sendeschluss eine Dame, die rief da an, weil ihr Freund oder ihr Lebensgefährte Damenkleider trägt. Ja, so war's. Ja, und ich habe da noch angerufen, war dann halt ein bisschen spät schon. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass Männer, die Damenkleider tragen, doch irgendwo in gewisser Hinsicht ihre nicht die dominante Rolle, sondern einfach mal aus ihrem Leben, aus ihrem immer den Powermann darstellen zu müssen, so, mal aussteigen wollen. Du meinst, die müssen, wenn Männer Frauenkleidung tragen, dann verlassen sie so ihre übliche Mackerrolle und werden weicher, sensibler, einfühlsamer oder sowas. Wie kommst du auf die Meinung? Also ich habe seit 17 Jahren Erfahrung mit Männern, die Damenkleider tragen. Ach, wie kommt das? Das ist eigentlich durch einen ganz dummen Zufall mal entstanden. Aber du bist nicht Besitzerin eines Travestieclubs. Nein, um Gottes Willen. Also du kennst Männer, die gerne Frauenkleider tragen? Ja. Wie und wo hast du die? Regelmäßig mit denen? Du triffst dich regelmäßig mit denen? Ja, und wo? Du da halt auch, also ich treffe mich mit denen privat, sie kommen mich besuchen. Ach, dann gibt es einen richtigen Kaffeeklatsch. Ja. Du und so ein paar Kerle in Frauenkleidung? Ja. Und dann wird geratscht und getratscht und Buttercremetorte gegessen und so weiter? Ja, so im etwa. Und wir gehen auch halt in die Stadt einkaufen. Natürlich. Und, was Frauen halt so gerne machen. Wie bitte? Was die Frauen halt so gerne machen. Ja, ich berate sie dann halt auch ein bisschen in der Kleiderwahl, was halt zu wem passt von der Optik her. Und halt tue sie dann halt auch ein bisschen beraten beim Schminken. Ja. Weil das ist ja halt das Überwiegende. Und lass mich kurz unterbrechen, Kerstin. Sind das Männer, die, ich sag mal, ausschließlich Spaß an der, ich sag mal, an der Verkleidung haben? Oder sind es auch transsexuelle Menschen? Das sind überwiegend Männer, die nur Spaß an der Verkleidung haben. Wie bist du denn so als ganz normale Frau in die Kreise reingekommen? Also das ist etwa vor 17 Jahren passiert. Da hatte ich mal Kontakt zu einem devoten Herrn, also zu einem devoten Freund. Mhm. Und nach einigen Wochen hatte der sich irgendwie etwas verändert. Und ich hatte dann gedacht, er wollte die Beziehung beenden. Ja. Und dann meinte er, nein, er hätte halt den Fetisch, Damenkleider zu tragen. Ach, im Moment habe ich etwas gelacht, da habe ich gedacht, na, der will mich vielleicht auf den Arm nehmen oder so. Ich konnte damit damals auch nichts anfangen. Ja. Und ich habe dann gesagt, okay, zieh's mal an, ich sehe mir das mal an, vielleicht gefällt's mir. Und das hat mir dann an ihm auch sehr gut gefallen. Aber wenn er ein devoter Mann war, ein devoter Freund, bist du dann eher so die Frau? Eine Powerfrau. Du bist eine Powerfrau. Das heißt, das hat dir dann schon gut gefallen. Dadurch macht er sich ja als Mann, sage ich mal, noch kleiner, indem er die Frauenkleider anzieht. Ja. Er entmännlicht sich ja noch mehr. Ja. Und das hat dir gefallen? Das hat mir damals gefallen, ja. Ja. Und jetzt ist das eigentlich so in der Rolle, diese Mädels, sage ich immer, so ein bisschen kennengelernt, so durchs Internet teilweise oder halt in Lokalen. Also du bist auch gezielt rausgegangen und also rausgegangen, das heißt per Internet oder Lokale und hast gesucht. Und hast so ich habe dann so mir so, weil das hat mir gefallen, so von der Optik. Ja. Und aber gestatte mir die Frage, was ist so die Motivation? Ich schließe jetzt mal das Sexuelle aus. Ja, das Sexuelle spielt da überhaupt keine Rolle. Was ist deine Motivation als heterosexuelle Frau? Ich gehe davon aus, dass du heterosexuell bist. Ja. Dich so sehr zu umgeben mit Menschen, mit Männern, die sich gerne in Frauenkleidung zeigen. Was ist der Grund, die Motivation? Also, mir hat
die erste Begegnung mit diesem Herrn, der sich halt in Damenkleider hüllte, etwas sehr beschäftigt. Und das war dann eigentlich so ein psychologischer Effekt für mich, weil ich mal hören wollte, warum macht er das? Ja, das hat mich halt interessiert und fasziniert. Und da stellt sich dann raus, das war halt ein Mann, der im Leben eine hohe Position hatte und immer den starken Mann markieren musste. Ja. Und er eigentlich für sich auch mal die schwache Rolle sein wollte. Also nicht immer nur der Powermann, ich bin jetzt der, der alles bringen muss. Okay, das verstehe ich. Das ist so, psychologisch ist das interessant, wenn man das dann so mitbekommt. Aber nochmal zurückzukommen auf meine Frage. Was ist für dich der Reiz, den Kontakt mit solchen Jungs zu suchen oder Mädels? Also das für mich ist eigentlich der Reiz, so den Hintergrund zu erfahren, warum sie das machen. Aber irgendwann weißt du den Hintergrund. Und dann? Und dann macht es eigentlich Sinn, habe ich halt so eine Verbindung zu diesen Mädchen, ja. Sagen wir mal Mädels, genau, ja. Ja, habe ich dann halt diese Verbindung zu den Mädels, dass dann eine richtige Freundschaft aufgebaut ist. Ist das, du hast das gerade am Anfang so gesagt, die sind gar nicht mehr so männlich und nicht mehr so hart und so weiter. Sind dann Männer für dich weniger bedrohlich, wenn sie in Frauenkleidung auftauchen? Eigentlich nicht. Ich habe noch nie Angst gehabt für einen Mann. Wie ist das, wie lebst du denn? Bist du in einer Beziehung? Bist du solo? Jetzt bin ich solo. Ich war 27 Jahre verheiratet. Ja. Und jetzt bin ich solo und. Du bist geschieden halt, jetzt, oder? Nee, mein Mann ist verstorben. Ach, der ist verstorben. Und ich habe aber weder einen Freund, einen Partner. Aha. Und der ist aber ein hundertprozentiger Mann, der trägt keine Damenkleider. Ging das, wenn dein Freund auch anfangen würde, hier, ich kaufe mir Pumps und eine Perücke und Schminke, ging das zwischen dir und ihm dann? Sagen wir mal so, wie das jetzt in eine sexuelle Schiene übergehen würde, weiß ich nicht. Habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber ein Problem hätte ich damit, glaube ich, nicht. Aber würde das nicht deinen Freund als Mann entzaubern, wenn er als Frau auftreten würde? Nein, ich weiß ja, er ist ein Mann. Ja. Und bei den anderen Mädels weiß ich, dass die sich flüchten aus ihrer Rolle. Das sind fast alles verheiratete Männer. Ja. Hast du die eigentlich mal als Männer auch schon mal gesehen? Ja, die kommen alle zu mir in die Wohnung und ziehen sich bei mir als Frauen um. Ach so. Das heißt, was geheim ist. Ach so. Also bist du für die ein ganz wichtiger Anlaufpunkt, weil quasi die Männer verwandeln sich bei dir in der Wohnung. Ja. Von Mann zu Frau. Haben die ihre Kleider auch gelagert bei dir oder bringen die mit? Also einer hat sie hier gelagert und die anderen bringen sie mit. Die tun das sie dann ist ja halt auf Arbeit verstecken oder in der Garage, in irgendeiner Kiste und solche Sachen. Das ist ja lustig. Ja, dich würde ich ja gerne mal besuchen kommen. Das kannst du gerne. Wie tun. Das dann da sicher sehr lustig und bunt zugeht, wenn die Männer sich dann umgewandelt haben und dann geht es richtig zur Sache, so als, wie gesagt, Kaffeeklatsch oder einkaufen gehen oder. Ja. Und dein Freund hat da gar nichts gegen. Nee, das ist für ihn ja auch nicht bedrohlich. Das ist ja für ihn. Das ist für ihn nicht bedrohlich und er kennt halt auch diese Mädels. Ja. Und ihr macht auch schon mal was, also wenn dein Freund dabei ist auch. Also ihr, die Mädels, du und dein Freund, ihr geht schon mal raus. Ja. Schon. Ja. Wir gehen dann richtig ins Kaffee trinken oder gehen irgendwo essen. Gibt es denn oder mal tanzen? Also das ist kein Tanzen auch, ja. Ja. Gibt es denn da einen, wie viele Freunde sind das so? Nähere insgesamt sind sechs. Sechs. Leben die alle heimlich diese Leidenschaft aus? Alle. Alle heimlich. Einer von denen ist auch so, dass er nicht rausgeht. Er hat halt diese Hemmschwelle. Er hat halt auch das Problem, dass er hier in der Nähe wohnt, dass man ihn dann sieht. Ja, und er ist halt in einer etwas höheren Position, da kann er sich das halt auch nicht erlauben. Ja. Und er hat halt auch diesen Fetisch mehr, das ist schon fast wie ein Fetisch bei ihm, dass er gern Kittelschürzen trägt, wie eine Hausfrau, und dann putzt er mir auch die Wohnung. Hör auf, ist aber kein Sklave, ne? Nein. Ihm, ich sag dann immer, mir ist das richtig peinlich und ich tue ihn dann halt mal als Gegenleistung sozusagen mal ein
was Weibliches kaufen, mal eine schöne Schürze. Verstehe. Oder was, wie man meine Frau so erfreuen kann. Ich wollte ihn dann halt schon mal dafür bezahlen, dass er mir in der Wohnung manchmal die Fenster putzt, ja, oder so. Und das möchte er nicht. Und dann tue ich ihm halt, sagen wir mal, so ein Wäschestück als Gegenleistung kaufen. Mal ein Dessous oder sowas, vielleicht so einen schönen... Ja, sowas, ja, auch. Kann ja auch mal ein bisschen... So halterlose Strümpfe. Ja, genau. Kann ja auch schon ein bisschen frech sein und pikant. Ja, hör mal, Kersti, wohnst du in einem Einfamilienhaus oder in einem Mehrfamilienhaus? Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Aber drumherum gibt's Nachbarschaft. Und unten, also das ist eine ausgebaute Dachetage, wo ich wohne. Und ja, unten wohnt noch eine ältere Dame. Und die weiß halt das auch, dass... Die kriegt das mit. Und die anderen Nachbarn, die rundherum wohnen, die kriegen das auch irgendwie mit. Da kommen, wie ja, seltsam, natürlich, da kommen 6 gestandene Kerle rein und plötzlich kommen 6 aufgeschreckte Hühner da wieder raus. Da ist doch sicher groß Gesprächsstoff in der Nachbarschaft, oder? Also sagen wir, ich habe noch nichts Negatives gehört. Und sagen wir so, wir sind ja nicht so, dass wir jetzt Leute belästigen. Nee, das nicht. Ich meine, aber die Menschen quatschen, auch, ja. Wir gehen ja auch in Anführungszeichen im nötigen Outfit weg. Nee, davon bin ich auch nicht. Alle akkurat, ja, gekleidet und ich lege da auch schon Wert, dass die, ja, nicht irgendwie sich dann, sagen wir mal, abstoßend auf der Straße benehmen. Ja, ja, das glaube ich dann auch. Sag mal, sind diese Männer alle trotz ihrer Leidenschaft weiter heterosexuelle Männer oder leben die heimlich ein schwules Leben auch? Also, ich rede ja mit denen offen darüber. Mhm. Einer von den Herren sagt, oder Mädels, hat halt auch eine bisexuelle Neigung. Ach so, ja. Und hat halt Kontakt auch zu Männern, aber nur, wenn er in Damenkleidung ist. Ah ja, ja. Er kann das nicht, wenn er als Mann sich da irgendwo trifft. Ja. Das sagt er, kann ja er nicht. Und ja, das macht ihn dann auch nicht an. Aber wenn er als Frau gestylt irgendwo in so ein Lokal geht und dann einen Mann kennenlernt, dann kann es britzeln. Dann passiert das schon mal. Liebe Kerstin, unsere Zeit rennt davon. Ich finde das super spannend, mit dir zu reden. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und möchte dich bitten, all die Mädels herzlich zu grüßen von mir. Das mache ich gern. Und vielleicht komme ich mal vorbei, dann gucken wir, dann trinken wir mal zusammen Kaffee, alle. Ja, ja, dann trinken wir gern einen Kaffee. Ja, liebe Kerstin, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Gleichfalls. Tschüss, danke schön, tschüss. 0800 22 050 50, unsere Telefonnummer, kostenfrei natürlich für euch. Und wenn ihr mir mailen wollt, bitte domian@wdr.de plus in die Mail eure Telefonnummer reinschreiben, bitte, damit die Kollegen euch dann auch relativ schnell zurückrufen können. Und bitte euer Thema, worüber ihr mit mir sprechen wollt, auch in der Mail, nicht, wenn es geht, nicht so ausführlich schreiben, sondern ein paar Sätze, dann geht das im Hintergrund alles schneller, wäre nett. So, hier ist Ela. Ela ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Ela. Morgen. Und zwar hattest du letzte Woche in deiner Sendung brutale Jugendliche als, ja, Thema. Mhm. Da hatte ich mich auch zu Wort gemeldet, bin aber leider nicht mehr dran gekommen. Mhm. Deshalb bin ich froh, dass es heute geklappt hat. Ja. Ich bin vor 2 Wochen von 5 ausländischen Herren überfallen worden. Wie alt waren die? So ungefähr? Ja, ich sag mal so 25, 30, so irgendwo in der Gegend. Ja, was ist genau passiert? Beschreib es mal. Ja, ich bin zum zu Zigaretten bin ich zum Kiosk gegangen. Mhm. Die standen auf der Straße und als ich zurückkam, standen die immer noch dort. Mhm. Und sie haben sich dann hinter mir aufgelöst, weil ich bin dann eben halt an denen vorbei. Mhm. Die haben sich hinter mir aufgelöst. Und einer von denen sagte dann, hey du, wo ich dann nicht drauf reagiert habe. Mhm. Und das Nächste, was eben halt war, ein Tritt hinten in den Nacken. Daraufhin bin ich dann nach vorne gefallen. Hm. Und dann ja, mit Schlagstöcken, mit Tritten, mit Fäusten, mit Schlagringen haben sie dann auf mich eingeprügelt. 5 Männer? Ja, 5, wobei einer stand außerhalb, okay, und hat sich das angeguckt. Sagen wir 4. 4, ja, Männer schlagen auf eine Frau ein. Ja. Brutal ein. Brutal ein, ja. Du hast wahrscheinlich um Hilfe gerufen? Ich habe um Hilfe gerufen. Ich habe gerufen, bitte ruf die Polizei, aber... War das eine bewohnte Gegend, da wo du die Zigaretten holen wolltest? Ja, ich sag mal, die halbe Straße stand auf der... Also
alles, was da wohnt, stand auf der Straße oder hat an den Fenstern rausgeschaut, aber niemand hat mir geholfen. Niemand hat geholfen? Und nein. Niemand hat die Polizei angerufen? Niemand. Wie endete das Ganze? Wie ging es aus? Ich habe natürlich dann da rumgebrüllt wie eine Bescheuerte. Helft mir, Hilfe, Hilfe, Polizei. Kam natürlich nichts. Die haben dann irgendwann von mir abgelassen, sind dann in allen Himmelsrichtungen davongegangen. Haben sie dich beraubt auch? Nein. Sie haben mich nicht beraubt. Es war also pure Lust an der Gewalt. Pure Langeweile. Ja. Ich gehe von pure Langeweile aus. Weiß nicht, vielleicht hat meine Nase denen nicht gepasst oder keine Ahnung. Ja, ich habe dann natürlich direkt die Polizei gerufen. Die waren auch umgehend vor Ort. Ja. Also du hattest ein Telefon bei dir, ein Mobiltelefon? Ich hatte mein Handy dabei, ja. Das haben sie dir auch nicht weggenommen? Nein, die haben mich auch nicht irgendwie großartig durchsucht oder so. Wie, du klang das gerade sehr, sehr brutal. Wie schwer warst du verletzt? Bin ich immer noch. Ich habe zwei Rippen angebrochen, das Jochbein ist gebrochen und ich habe, das jetzt mittlerweile nicht mehr, aber das Auge war komplett zu und habe momentan nur eine Sehstärke von 40% auf dem Auge. Oh. Und auf der anderen Seite, da haben sie knapp meine Schläfe verfehlt. Also die Ärzte im Krankenhaus haben gesagt, 3,5 Millimeter ein Stückchen weiter, dann wäre es das für mich gewesen auf dieser Welt. Unfassbar. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Das Ganze ist 2 Wochen her. Hat man die Täter gefunden? Nein, leider bisher noch nicht. Die haben, wie gesagt, als ich an denen vorbei bin, haben die vor einem türkischen Café gestanden. Dort sind wir dann nachher nochmal reingegangen, also ich in Begleitung der Polizei. Aussage von den Herren in dem Café kennen wir nicht, wissen wir nicht, wer das war. Ist da überhaupt irgendwas passiert? Kann man alles natürlich nicht glauben. Nein. Eigentlich müssen die Jungs da auch klipp und klar gesagt. Ich sag, eigentlich müssen die Jungs da ja straßenbekannt sein. Gehe ich auch mal von aus. Und ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich auch irgendwo hier in der Nähe wohnen. Aber da waren auch, wie du gerade sagtest, noch mehr Leute an den Fenstern, die du gesehen hast. Ja. Oder auf der Straße. Niemand hat was gesagt. Niemand hat was gesagt. Warum haben die das nicht? Und hat auch überall mal nachgefragt. Ja. Und alle sagten nur, ja, wir haben da nur ein Mädel liegen sehen. Mehr kam da dann nicht. Was glaubst du, woraus resultiert diese Feigheit? Aus Angst, selbst angegriffen zu werden? Oder aus einfach Desinteresse an anderen Menschen? Und davon gehe ich aus. Zum einen, es interessiert die nicht, was dort passiert. Jeder lebt da irgendwo sein eigenes Leben. Und ich sag mal, das soll jetzt nicht ausländerfeindlich klingen, aber ich sag mal, im Endeffekt, die halten alle zusammen. Ja, aber es waren ja wahrscheinlich andere, auch andere, die dich gesehen haben. Ich würde das nicht unterschätzen, dass Leute, egal welcher Abstammung sie nun sind, dass sie einfach Angst haben, wenn sie als Zeugen auftreten, dass sie hinterher dann auch dran sind. Weil in dem Moment, wo du als Zeuge auftrittst, bist du ja öffentlich und dein Name ist bekannt und du sagst vor Gericht aus. Und gut, aber das geht auch alles anonym, wenn ich wirklich so eine Angst davor habe. Dann kann ich auch sagen, hier, hört mal, ich möchte gerne aussagen, ich habe da so das gesehen, aber ich habe Angst davor, dass da irgendwo ein Rattenschwanz hinterherzieht. Geht das Ganze bitte auch anonym? So, jetzt ist das für dich. Alles Sachen, die möglich sind. Das ist das für dich eine ganz schlimme Erfahrung gewesen. Du bist so haarscharf, sage ich mal, mit einem blauen, mehr oder weniger nur blauem Auge davongekommen, obwohl das schon schlimm genug ist, was du hast. Es hätte für dich vorbei sein können, genau. Oder hättest im Koma liegen können, oder weiß ich was. Keine Ahnung. Aber nun hast du deine gebrochenen Rippen, das ist ja auch alles mit Schmerzen verbunden und Jochbeinen und mit den Augen. Wird das mit den Augen denn wieder richtig in Ordnung? Das können mir die Ärzte momentan noch nicht sagen, weil die eben halt noch abwarten, wie weit die Schwellung jetzt noch zurückgeht und ob sich das Auge dann wieder regeneriert. Ist das denn generell da, wo du, also ich gehe davon aus, dass da, wo du die Zigaretten holen wolltest, da wohnst du auch? Ja. Ist das generell so eine heiße Gegend? Eigentlich weniger. Zudem das auch noch? Ja. Wie ist denn das jetzt für dich, wenn man einmal sowas Schlimmes erlebt hat? Das ist doch wie ein Schock, das ist doch ein Trauma. Traust du dich rauszugehen? Ungern. Um wie viel Uhr war das eigentlich? Um 7:30 abends. Also eine ganz normale Zeit, wo noch... Keine unnormale Zeit gewesen. Also, aber du gehst schon raus, aber wahrscheinlich mit großer Bedrückung und Angst. Was könnte passieren? Also ich bin ganz ehrlich, habe ich jetzt CS-Gas in der Tasche.
Ja gut, bei 5 Leuten oder 4 Leuten kannst du auch nichts machen. Nein, kann ich nicht, aber ne, das ist so erstmal jetzt so irgendwo mein Halt. Und hast du denn Angst eventuell vor denselben, dass die dich nochmal irgendwie angehen? Oder sind habe ich, ja. Ich habe die Befürchtung, weil eben halt auch durch das Polizeiaufgebot, was da war, und die werden weiterhin gesucht, habe ich natürlich auch irgendwo die Befürchtung, die kriegen Wind davon. Könnte eventuell, dass ich hier irgendwo in der Nähe wohne. Könnte natürlich auch sein, dass sie verschreckt sind und in ihren Löchern bleiben. Ja gut, man dann weiß das nächste nicht. Mal 5 andere. Das ist, ja, du hast völlig recht. Eine sehr, sehr, sehr schlimme Geschichte, die jedem von uns überall in Deutschland fast, zumindest in den Städten, passieren kann. Klar. Und das Erschreckende ist eben, dass es immer schlimmer wird. Ja. Und das, wir haben ja vorige Woche auch drüber gesprochen, letztendlich ist das ein politisches Problem, das von ganz oben ein großes gesellschaftlich-politisches Problem, was angegangen werden muss. Es gab vorige Woche hier einen Hilferuf, das muss man sich mal vorstellen, hier in Köln, da hat der Polizeipräsident der Stadt Köln, das heißt ja schon was, hat sich an die Presse gewandt mit einem Hilferuf und hat gesagt, wir schaffen es nicht mehr. Wir schaffen es nicht mehr. Die Gewalttaten, die Morde, alles explodiert. Wir kriegen es nicht mehr hin. Wir müssen andere Strategien fahren. Das ist ja schon sehr bedrückend. Deshalb finde ich es so traurig, dass wenn, ich sag mal, Minimum 10, 15, 20 Leute da drumherum stehen. Ganz schlimm, ganz schlimm. Keiner von denen die Courage hat, dort einzugreifen, wenn da 5 Mann oder 4 Mann... Nicht mal die Polizei anzurufen. Ne? Genau. Genau, nicht mal das. Hätte ja gereicht, wenn irgendjemand einfach nur die Polizei... Sofort. Jeder hat heutzutage ein Handy bei sich und dann kann man sofort die Polizei anrufen und irgendwas tun. Da ist eine Telefonzelle. Ich meine, mein Gott, das kostet von einer Telefonzelle nichts. So, man kann letztendlich nur appellieren, so im Rahmen unseres Gesprächs, auch an die Zivilcourage der Leute. Wenn so etwas passiert, bitte ruft zumindest die Polizei an. Wenn ihr vielleicht auch Angst habt, euch da hinein zu vermengen, aber ruft die Polizei an. In der Regel sind die Jungs ja in wenigen Minuten da und helfen. Ich sag mal, keine 10 Meter weiter ist eine große Polizeiwache. So, Ja, die waren, also als ich angerufen habe, waren keine 2 Minuten später waren die da. Ja. Das ist also ein Ding, das ist sehr unmöglich. Definitiv. So, Ela, jetzt wünsche ich dir erstmal gute Besserung, dass du wieder richtig auf den Damm kommst. Schönen Dank. Dann wünsche ich dir natürlich sehr, sehr von Herzen, dass dir das nie wieder im Leben passiert. Ja, ich hoffe auch. Wenn du jetzt aufgrund des seelischen Schocks, den du da hast, erleiden müssen, noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führen möchtest, biete ich dir das gerne an. Ja, das wäre nett. Okay, dann machen wir das so, du legst auf und der Peter ruft dich zurück. Alles klar. Alles Gute, Ela. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir feste Themennacht. Und morgen heißt unser Thema hart bestraft. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal sehr hart bestraft worden sind. Also wenn ihr schon mal, egal wegen was, sehr, sehr hart bestraft worden seid. Vielleicht wegen einer Straftat, vielleicht wegen eines privaten Fehltritts, vielleicht auch wegen eines großen Lebensfehlers und ihr mir davon erzählen wollt. Vielleicht auch in dem Sinn, dass ihr sagt, das war zu hart. Ich habe eine harte Strafe verdient, aber das war zu hart. Und wenn ihr schon mal jemand anderen zu hart oder sehr hart bestraft habt. Und ihr sagt eigentlich im Nachhinein auch, naja, das war vielleicht zu hart. Oder ihr sagt im Nachhinein sogar, das war richtig, das musste so sein. Dann seid ihr morgen meine Gesprächspartner, wenn ihr das gerne möchtet. Also hart bestraft heißt das Thema morgen. Ihr könnt mailen rund um die Uhr oder ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 50 50. Und natürlich auch während der Sendung sind wir dann für euch erreichbar. Hart bestraft. Und unter www.domian.de könnt ihr noch einiges über unsere Themen lesen. Und generell möchte ich euch auch nochmal empfehlen, die Fanseite von uns. Das ist www.nachtlager.de. www.nachtlager.de. So, jetzt bin ich verbunden mit dem Wolfgang. Und Wolfgang ist 57 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Wolfgang. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich möchte erstmal kurz zu der vorherigen Sache sagen. Ja. Wenn ich das darf. Natürlich, ja. Ja, also ich wohne ja auf einem kleinen Ort im Erzgebirge. Und
ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns wäre sowas nicht passiert. Mhm. Ja. Ja, das passiert eher in den großen Städten. Ja. Obwohl, also hin und wieder passiert es auch in kleineren Orten. Also ganz sicher ist man nirgendwo. Aber du hast schon recht, die Tendenz ist natürlich. Das war wirklich, also ich habe mir das ja alles angehört. Also es war wirklich, ich kann es nicht verstehen, wie Menschen so reagieren können. Ja. Aber zu meinem Thema. Ja. Bei mir geht es um Angstzustände, die ich selber habe. Und es geht hauptsächlich darum, dass die Umwelt nicht damit umgehen kann. Also meine Bekannten, Verwandten, hast du im Umfeld kann nicht damit umgehen. Ja. Bist du verheiratet? Nein. Nein, du lebst alleine. Ja. Wie lange leidest du unter diesen Angstzuständen schon? Seit meiner Kindheit. Ach, seit der Kindheit schon? Ja. Wie machen die sich bemerkbar? Erklär es mir ein bisschen. Also ich kann keinen Bus fahren. Mhm. Ich kann nicht im Kino sitzen. Weil es zu beengend ist? Das sind jetzt zwei Beispiele. Ja. Es gibt noch viele. Sag mal, einfach so ein paar, damit ich mir so ein Bild machen kann. Also Busfahren geht nicht, Kino sitzen geht nicht. Überall, wo selbst Kaufhallen, also es ist wirklich so, dass man kann ja auch Ängste entwickeln, wo ich immer gedacht habe, ich hatte ja vorhin schon gesagt, hier dem Assistenten da, dass selbst ich habe mir immer eingebildet, dass ich eben einfach in Kaufhäuser rennen kann und so. Mhm. Ja. Aber selbst da, das geht nicht, habe ich Probleme damit. Sind das immer Situationen, wo die mit Enge etwas zu tun haben? Nee, das hat mit Enge nichts zu tun. Es kommt in gewissen Situationen kommt dieser Angstzustand und dann man kann nicht raus, man fühlt sich wie ach so, wenn man sich so eingesperrt fühlt. Und das kann das größte Kaufhaus sein. Ja. Allein das Wissen, hier ist der Gang und die Tür des Kaufhauses ist offen, das hilft dir nicht. Man kann ja in dem Moment, wenn man einen Wagen hat im Kaufhaus, kann man ja nicht mehr raus. Also dann muss man ja den Wagen mitnehmen, wenn man schon was eingekauft hat. Achso, ich verstehe. Du kannst dann eben nicht so ganz schnell raus, wie du eigentlich müsstest. Ja. Und das macht dir die Panik. Ja. Das heißt, ein Aufzug muss doch für dich die Hölle sein. Ist es. Ja. Das war ich auch nicht. Ja. Ja. Meine Eltern zum Beispiel, die sind dummerweise in ein Haus gezogen, wo ein Fahrstuhl, also die wohnen im sechsten Stock. Mhm. Ich gehe grundsätzlich zu Fuß. Mm-hmm. Ich kann mit dem Fahrstuhl nicht fahren. Das hast du dein Leben lang schon und die Leute reagieren irgendwie seltsam auf dich. Ja. Wie ist das denn? Diese Sache ist ja nicht so das Problem. Mein Problem ist ja eigentlich, weil die Umwelt darauf kein Verständnis bringt. Also das Umfeld, die bringt kein Verständnis. Was nehmen wir mal an, du bekommst so eine Angstattacke in einem Supermarkt und du hast gerade deinen Wagen vollgepackt und weißt, ich kann eben nicht sofort rausrennen. Ja. Du könntest es rein theoretisch schon, aber irgendwie geht's ja nicht. Was machst du dann? Schreist du dann oder wirst du ohnmächtig oder was passiert? Ich gehe gar nicht alleine rein. Du gehst gar nicht, so schlimm ist es schon. Ja. Und wenn du mit jemandem zusammen reingehst, was dann? Und dann kann ich doch mal sagen, hier, nimm den Korb. Ach so, und ich kann schnell rauslaufen. Und ich krieg raus. Mhm. Aber das heißt, du hast dann doch schon ein oder mehrere Personen, die dich ernst nehmen und dir beistehen. Ja, aber die begreifen es nicht. Die stehen mir zwar an dem Moment bei, aber begreifen können sie das nicht. Ja. Und denken die denn, dass du simulierst? Nee, die sagen dann einfach, das kann doch nicht sein, sowas gibt es doch überhaupt nicht. Stell dich nicht so an. Ja. Ist doch nicht so schlimm hier, ist doch alles offen. Ja. Mhm. Und ich habe ja auch, wie gesagt, im Bus. Ich bin Bus gefahren, ich wohne ja nur jetzt, ich stamme zwar aus Berlin, aber ich wohne jetzt auf so einem kleinen Ort hier und ich bin schon Bus gefahren und musste auf der halben Strecke, ich war gezwungen mit diesem Bus zu fahren, weil ich ja wirklich aufs Amt musste und musste auf der halben Strecke aussteigen. Es ging einfach nicht mehr. Das heißt, ich konnte in dem Bus einfach nicht mehr. Zug fahren, fliegen ist alles nicht möglich für dich? Nee. Definitiv nicht. Nee. Mhm. Könntest du auf ein Schiff gehen? Wenn genug Platz ist, also wenn, na gut, ich war noch nie auf dem Schiff, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ja auch schon viel aussagt, das heißt, irgendwie hast du da auch schon eine Angst vor. Ja. Mhm. Was machst du? Du bist 57 Jahre alt, du sagst, du hast das dein ganzes Leben lang schon. Wie war bisher dein Leben? Zum Beispiel, was hast du beruflich gemacht? Ich war
war Chemiefacharbeiter. Mhm. Da war. Wurdest du denn da in der Arbeit nicht auch immer wieder mal konfrontiert mit der Angst? Auf Arbeit nicht. Auf Arbeit nicht. Also da war. Aber S-Bahn fahren, ich musste damals S-Bahn fahren. Mhm. Da habe ich es jetzt schon gemerkt. Ich habe es als Kind gemerkt, ich musste ja als Kind zur Schule mit der Straßenbahn fahren. Mhm. Und da habe ich die Sachen schon gemerkt. Ich hab gemerkt, du musst jetzt Straßenbahn fahren und hast Angst davor. Zustände gekriegt in der Straßenbahn als Kind schon. Mhm. Was wäre, wenn man dich mal aus Jux in einem Zimmer einschließen würde? Ja, ich glaube, da würde ich ganz sauer werden. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand das mit mir machen würde. Aber ja, oder aus Versehen, wenn sowas mal passieren würde. Es muss ja nicht aus Bosheit sein. Aber das heißt, du bist irgendwie immer so durchs Leben gekommen, immer mit der Angst und immer Angst vor solchen Situationen. Ja. Bist du in der ehemaligen DDR aufgewachsen oder im Westen? Ja, in der DDR. Warst du da auch bei beim Militär? Ja, 10 Jahre. 10 Jahre? Aber da haben die doch auf solche Sachen nur wirklich in Rücksicht genommen. Durch die 10 Jahre hatte ich natürlich einen Freibrief. Ich war Berufssoldat dann und ich war Küchenleiter. Ach so, ich konnte machen, was ich wollte. Da hast du dann einen Freiraum so gehabt, der hast du dir geschaffen. Aber letztendlich ist das ganze Leben davon bestimmt, dieser Angst aus dem Wege zu gehen. Ja. Und das absorbiert natürlich irre Energie, glaube ich, und Kräfte, wenn man immer auf der Hut vor der Angst ist. Ja, und das ist ja eigentlich mein Problem. Diese Angst aus dem Weg zu gehen, weil es niemand begreift. Aber Wolfgang, ich kann das natürlich ganz wirklich auch nicht nachvollziehen, aber mir ist das völlig klar, dass du eine Angsterkrankung hast. Und in der Psychologie und Psychiatrie ist das eine absolut ernstzunehmende Krankheitserscheinung, ein Krankheitsbild. Warst du niemals in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung? Doch, ich war 16 Wochen in der Tagesklinik. Ja? Ja. Aber wie lange liegt das zurück? Das war 99. 99, ja. Hat nichts gebracht. Wir haben viel Spaß gehabt. Ich habe auch gute Freunde kennengelernt. Mhm. Aber an meiner Sache hat sich nichts geändert. Ich weiß ja nicht. Das sagt so meine Intuition, dass nach 16 Wochen so eine tiefgreifende Erkrankung, seelische Erkrankung, die man seit seiner Kindheit hat, ist das, glaube ich, noch nicht getan in 16 Wochen. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich in den 16 Wochen kennengelernt hatte, waren gute Freunde. Also ich habe zumindest jetzt Leute durch die Tagesklinik von damals, die mich verstehen. Was ja auch schon mal viel wert ist, aber es wäre ja noch viel schöner, wenn du die ganze Sache in den Griff bekämst. Ja, also bist du denn noch bereit zu kämpfen? Und wärst du bereit, dich auch nochmal auf vielleicht eine ungewöhnliche Therapie einzulassen? Ich weiß nicht, ob es so eine Therapie gibt. Ja, gibt es. Es gibt, du glaubst es gar nicht, wie viele Angstpatienten es in Deutschland gibt. Wie viele Menschen diese Erkrankung haben, in abgeschwächter Form oder auch in ganz dramatischer Form. Das ist so verbreitet und es gibt so hervorragende Fachleute dafür und Kliniken. Wären wir dir gerne behilflich, dir das eine oder andere zumindest zu nennen. Das musst du natürlich selbst dann in die Hand nehmen und auch wollen. Ja, aber das ist, die Umwelt bleibt doch trotzdem, also das Umfeld, die bleiben doch genauso. Ja gut, aber wenn du die Erkrankung nicht mehr hast, dann empfindest du ja auch nicht mehr diese, dann wird ja gar nicht mehr entsprechend reagiert, dann ist das Thema ja vom Tisch. Ich glaube nicht, dass du die Umwelt verändern kannst, aber du kannst dich verändern. Nee, ich will ja auch nicht die Umwelt verändern. Aber eigentlich will ich mit dieser Sache sagen, dass wirklich die es gibt ja, wie du schon sagst, es gibt ja viele Leute, die an sowas leiden. Mhm. Und da sollten doch wirklich die Menschen auch ein bisschen Rücksicht nehmen und auch mal ein bisschen Verständnis zeigen. Mhm. Würde manchmal ein bisschen Verständnis fehlen. Also wirklich würde mir weiterzählen, wenn die einfach sagen würden, wir verstehen das. Diesen Appell unterschreibe ich natürlich voll und ganz, Wolfgang. Ja. Aber ich würde gerne noch weitergehen, nämlich dich vielleicht dazu bewegen zu können, dass eine Veränderung an dir auch stattfindet. Bist du jetzt Frührentner oder was? Wie sieht das aus bei dir? Nee.
Du arbeitest? Ich arbeite nicht, ich bin Hartz IV. Also, ja, okay. Wie man so schön sagt, ne? Ja. Denn das wäre ja das Allerbeste, wenn du es vielleicht nicht ganz, wenn du sie auch nicht ganz bewältigst, diese Krankheit, aber wenn du sie mehr im Griff hättest als jetzt und in all den vielen Jahren, das wäre doch für dich wahrscheinlich eine ungeheure Seelenerleichterung. Ja, und vor allen Dingen, es wäre ja auch, vielleicht würde ich auch noch jetzt in dem Alter eine Arbeit finden. Vielleicht. Wenn ich dann irgendwie. Vielleicht. Ich kann ja aus dem Grund, Fahrerlaubnis ist ja für mich auch aus dem Grund überhaupt nicht möglich gewesen. Ich habe keine Fahrerlaubnis. Ist klar. So, Wolfgang, wir überlegen jetzt mal im Hintergrund, was wir dir anbieten können. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir überlegen mal. Wir rufen dich wieder an. Und dann kann mein Psychologe, der Peter, mit dir in Ruhe mal darüber beraten, was du eventuell tun könntest. Ja. Ja, klingt nicht so überzeugt. Naja, ja, nee, ist schon klar. Nee, doch, ist schon okay. Ist ja ein Ansatz, ist ja nur ein Versuch. Mir ist es schon klar, wenn man so lange so eine Erkrankung hat, ist das natürlich auch eine Mammutaufgabe, da nochmal ranzugehen. Aber ich würde dir so dringend raten, das zu tun. Mehr als dass es nichts bringt, kann dir gar nicht passieren. Also sollte man es immer und immer wieder versuchen, um vielleicht einen Schritt voranzukommen und ein besseres Leben führen zu können. Man kann, also ich habe dir das richtig verstanden, man kann nicht sein Umfeld verändern, sondern man muss sich selber verändern. Ja, das ist der Satz. Das ist genau der Satz. Lieber Wolfgang, wir rufen dich gleich zurück und ich wünsche dir von Herzen viel Kraft, wenn du das angehst und gutes Gelingen vor allen Dingen. Ja, ich danke dir. Ja, lieber Wolfgang, auf Wiederhören. Ja. Also wir rufen gleich bei dir zurück, okay? Ja. Hm? Tschüss. Tschüss. Steffi ist hier. Steffi ist 23, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Steffi. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Folgendes. Ich habe mich in einen Mann verliebt, der diese Liebe aber nicht so erwidert, wie ich das gerne hätte. Das ist nicht schön. Ja. Wann ist es denn passiert? Seit wann bist du verliebt? Ja, seit ein paar Wochen. Wir haben uns Ende letzten Jahres kennengelernt. Mhm. Wir machen die gleiche Ausbildung zusammen. Und im Januar haben wir uns dann eben auch mal privat getroffen. Und das hat aber alles sexuell begonnen. Ach so, das ist schon passiert. Das ist schon passiert. Mhm. Und witzigerweise fand ich ihn damals gar nicht so anziehend. Mhm. Aber wie gesagt, wir hatten halt alles abgeklärt, dass es halt nur Sex ist und so weiter. Und ich war mir auch bewusst darüber. Darüber wurde klar gesprochen am Anfang? Genau, wir haben klare Regeln gesetzt, weil wir eben beide auch gerade frisch aus einer Beziehung gekommen sind. Genau, und falls sich einer verliebt und so weiter und so fort. Ja. Also alle Theorien sind wir durchgegangen, aber die Liebe ist halt keine Theorie und das habe ich halt jetzt festgestellt. Und, ja, so ist es. Ich habe mich halt bis über beide Ohren in ihn verliebt und von seiner Seite her ist es es ist keine Liebe, da ist schon was, aber er ist eben, wie gesagt, eben weil er halt seit Ende letzten Jahres erst aus einer Beziehung ist, noch nicht so wirklich bereit dafür. Ja. Wohnt er bei dir in der Nähe? Nein, also ich mache halt die Ausbildung in der gleichen Stadt, in der er auch wohnt. Er wohnt in einem Wohnheim. Ja. Und das steht jetzt halt zur Debatte, dass ich auch dorthin ziehe, aus finanziellen Gründen. In das Wohnheim? Richtig, sogar zufällig auch auf der gleichen Etage. Guck an! Und da bin ich jetzt eben drauf und dran, was mache ich jetzt? Weil ich habe auf der einen Seite Angst, verletzt zu werden, wenn ich ihn jeden Tag sehe und er die Gefühle nicht erwidert und ich ihn dann mit einer anderen vielleicht sehe. Warum willst du da hinziehen? Ja, wie gesagt, wegen der Ausbildung, aus finanziellen Gründen auch und eben, weil... Aber die Ausbildung, ach so, du beginnst die Ausbildung jetzt erst da in der... Ende letzten Jahres, also im Oktober, habe ich die begonnen. Also, jetzt verstehe ich. Mhm. Ja, also ich kenne ihn also jetzt schon ein halbes Jahr. Also, Eva, jetzt noch in die Details gehen, würde ich gleich mal sagen, zieh nicht in dieses Heim. Ja. Zieh nicht in dieses Heim, denn du hast es sehr, sehr richtig schon gesagt. Ja. Wenn das nichts wird, hast du den Dauerschmerz vor Augen. Ja. Einmal siehst du ihn dann ständig und bist daran erinnert, dass es nicht klappt und du siehst ihn vielleicht mit einer anderen Frau und dann auch noch auf einem Flur, das ist furchtbar. Also ich hatte jetzt nicht den Gedanken gehabt, dahin zu ziehen wegen ihm, also das kam schon vorher. Ja, aber das ist ja schon verlockend. Ja, das stimmt. Es ist schon verlockend, wenn man in jemanden verknallt ist und plötzlich man könnte da hinziehen, kommt man ins Schwanken, soll ich das vielleicht doch machen? Und wenn du das finanziell irgendwie so drehen kannst, dass du, vielleicht gibt es ja noch ein anderes Heim irgendwie, ja, oder? Ja, also in meiner Heimatstadt hätte ich noch eine Option offen. Ja.
Und die haben mir auch einen Mietvertrag zugeschickt. Also ich habe jetzt auch den noch nicht unterschrieben jetzt für Düsseldorf. Aber in der Heimatstadt hast du doch nicht die Ausbildung, oder? Nein, das nicht. Aber das Problem ist eben, ich habe jetzt momentan aus gesundheitlichen Gründen die Ausbildung auf Eis gelegt. Ach so. Und, dann würdest du... Ich wollte sowieso einen Neuanfang machen und deswegen habe ich gedacht, ich habe halt in Düsseldorf mehr Möglichkeiten als in meiner Heimatstadt. Verstehe. So, wenn du jetzt in deiner... wenn du jetzt in deiner Heimatstadt bleiben würdest, ja. Wie viele Kilometer ist das von ihm entfernt? Ach, weit. Also ich würde eine Stunde fahren bis Düsseldorf. Eine Stunde? Ja. Hm. Würde ich dennoch sagen, jetzt zuerst mal so belassen und nicht gleich zu ihm auf den Flur ziehen. So, jetzt aber erstmal weiter über ihn. Sex läuft immer noch zwischen euch beiden? Ja, also wir haben uns jetzt eine Woche nicht gesehen, aber ja. Und ja. Gut, und jetzt seit ein paar Wochen hast du dich verliebt in den. Richtig, Hast du es ihm gesagt? Ja. Und wie hat er reagiert? Also er mag mich auch sehr, aber er hat auch sehr ehrlich reagiert, was ich ihm auch sehr hoch anrechne, dass er schon Gefühle für mich hat. Aber eine feste Beziehung kann er im Moment nicht eingehen, hat er gesagt. Hast du ihm das gesagt, dass du eventuell dahin ziehen würdest? Ja, das weiß er auch, da haben wir auch drüber gesprochen. Er freut sich da auch drauf. Er hat mich sogar schon seinen Eltern vorgestellt und so weiter. Und ja, sehr, sehr, sehr schwierig alles. Die Freunde, die sind auch alle ganz lieb. Und Ich meine, solange er keine anderen Ambitionen hat, ist das natürlich für ihn auch eine sehr praktische Sache. Er hat seine Sexgeschichte gleich auf dem Flur und geht mal kurz rüber. Ja, also ich sag mal, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so die Naive, die ich mal vielleicht früher war. Ja, wie soll ich sagen? Na Steffi, klar, er ist ein Mann, sicher. Wenn man verliebt ist, ist man immer naiv. Ja. Das ist das Schlimme, auch wenn man uralt ist. Das hat mit Alter gar nichts zu tun. Das hat mit diesem Gefühl zu tun. Oh mein Gott. Also wenn er sagt, noch keine Beziehung... Also ich denke ja immer, wenn es richtig reingehauen hat, dann ist das egal, ob da nur gerade eine Beziehung war oder nicht eine Beziehung, dann will man das. Andererseits kann es natürlich vielleicht auch sein, dass er einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Das hat er mir auch gesagt, genau der gleiche Wort. Kann aber auch sein, dass es einfach so eine Hinhaltetaktik ist. Also, das sagt man ja so, ich brauche noch Zeit. Ja, sicher. Also. Und das Problem war eben in meiner vorigen Beziehung, diesen Wortlaut, den kenne ich eben auch. Und von daher bin ich schon, sag ich mal, vorbelastet. Aber ich denke mal, ich kenne ihn jetzt ein halbes Jahr, wenn man da überhaupt von kennen reden kann. Na immerhin, ein halbes Jahr. Ich glaube aber, auch wie ich das im Freundeskreis mitbekomme, dass er es wirklich ehrlich mit mir meint. Und er hat jetzt auch keine anderen sexuellen Beziehungen. Ja. Und ich halt auch nicht. Und da haben warum braucht er denn noch? Für was braucht er denn Zeit? Ja, also wie ich das jetzt so mitbekommen habe, in seiner alten Beziehung, der hat alles aufgegeben, seine Freundschaften. Und der hat überhaupt nichts mehr gemacht und so weiter. Und hat da halt in Seilen gehangen. Und der hat halt irgendwo Nachholbedarf, was das betrifft. Wahrscheinlich diese Freiheit, ich weiß es nicht genau. Und die würdest du ihm natürlich sofort nehmen, wenn du gegenüber wohnen würdest? Eigentlich nicht, weil ich ein sehr offener Mensch bin. Ja, komm, erzähl mir nichts. Ein offener Mensch, wenn du siehst, dass da eine tolle Blondine ein- und ausgeht, dann ist Schluss mit Offenheit bei dir. Das ist klar, aber er hat halt seine Freundin, die würde ich niemals verbieten. Also, ja. Also, ich glaube, das Klügste ist immer in solchen Situationen, den anderen nicht zu bedrängen. Ja. Und wer weiß, man guckt ja nicht in ihn hinein. Vielleicht ist ja wirklich irgendeine Blockade und letztendlich kann sich das auch noch zu einer Verliebtheit entwickeln. Kann ja sein, gibt's ja alles. Ja. Dann lass ihm einfach ein bisschen Zeit und bleibe souverän in seiner Gegend. Und ich würde wirklich so, ich sag's nochmal so von meinem Bauchgefühl her sagen, zieh da nicht hin. Ja. Das kannst du immer noch machen irgendwann, aber nicht jetzt. Das ist irgendwie... Du weißt überhaupt nicht, wie sich die Verhältnisse vielleicht verändern. Und dann hast du den Umstand gemacht, du wohnst da, das kostet ja auch Geld, einen Umzug. Und dann wirst du da unglücklich. Mhm. Und eine Stunde fahren, ja Gott. Oh, danke, Domia, du hast mir echt geholfen. Ja, ich weiß es nicht. Wenn, doch, es also, ist ja erst du hast ja auch Erfahrung und auf dein Bauchgefühl, ich denke, da kann man schon was drum geben, würde ich mal sagen. Ja, aber du musst es natürlich so auf dein Leben beziehen und das überlegen, natürlich, ob das alles passt. Aber wie gesagt. Ja, mehr kann ich dann auch nicht sagen, Steffi. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Dann wünsche ich alles Gute und viel Glück. Ja, und super Team, tolle Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema hart bestraft. Seid ihr in eurem Leben schon mal von irgendjemandem zu hart bestraft worden? Das kann von der Justiz sein, das kann aber auch von einem Partner sein, das kann von einer... weiß ich, von einer Firma sein oder was auch immer, oder von einem Freund sein.
Oder habt ihr jemanden schon mal sehr hart bestraft oder zu hart bestraft? Und seid euch im Nachhinein etwas unsicher, ob das nicht vielleicht doch zu hart war. Oder ihr sagt, das war hart bestraft und das war auch richtig so. Das hat der verdient. Also hart bestraft, das ist unser Thema morgen. Seid ihr schon einmal hart bestraft worden, sehr hart bestraft worden? Oder habt ihr schon mal sehr hart bestraft? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 während der Sendung natürlich auch und rund um die Uhr mailen. Hier ist Hayat. Hayat, 16, guten Morgen. Hallo. Hallo, spreche ich denn den Namen richtig aus? Genau. Das ist schön. Hayat. Um was geht's denn, Hayat? Also bei mir geht's um die Familie. Das Problem ist, meine Eltern leben getrennt und weiß eigentlich gar nicht, wo ich so richtig hingehöre. Bei wem wohnst du denn? Bei der Mama eben, also bei der Mama. Bei der Mama. Und wie lange sind die Eltern schon getrennt? Seit 14 Jahren, also da war ich noch ein kleines Kind. Also du kennst es fast gar nicht anders. Genau, genau. Und mein Vater, den kenne ich eigentlich auch gar nicht so richtig. Achso, da gibt es keinen engen Kontakt, Besuche und sowas. Nee, das hat also die ganze Zeit hat es ja geheißen, der Papa wäre tot. Oh. Weil der politisch verfolgt wurde. Die Mama dachte das auch. Bis auf letztes Jahr, da hat er sich gemeldet an Weihnachten und sagte, auch auf einmal hat er angerufen und sagte, ich bin dein Papa. Ich war geschockt, ja, weil ich in dem Alter bin, wo ich eigentlich viel, viel verstehe. Ja. Und da war das mein größtes Problem. Auf jeden Fall hat sich Mama auch total riesig gefreut. Ja. Dann kam er uns besuchen in Deutschland. Und bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch eine kleine Schwester. Aber die ist 14. Die ist dann aber auch von dem Papa. Genau. Mhm. Zur Information, politisch verfolgt wo? Also in Deutschland, also mein Papa, der ist Araber. Araber. Genau, und da gab es so die Probleme mit den Schiiten und Sunniten oder so irgendwie. Mhm. Und deshalb, und da war er von heute auf morgen weg. Und deine Mutter ist dann nach Deutschland gegangen? Oder nee, die war in Deutschland. Die war schon in Deutschland. Genau. Mhm. Und er ist auch aufgrund dieser politischen Tätigkeit oder Verfolgung, hat er deine Mutter verlassen? Genau, aber der hat nichts gesagt, wo er hingeht. Der hat nur gesagt, er geht kurz weg und kommt wieder, dann ist er nie wieder aufgetaucht. Was ja schlimm ist, was für deine Mutter sehr schlimm war. Er hätte immer eine Nachricht, er hätte irgendwie eine Nachricht einmal hinterlassen können. Genau, das hat er aber nicht gemacht, und das 14 Jahre lang. So, und nun ist er wieder da. Genau. Hier in Deutschland. Nee, in England. Also er wohnt in London. Das war die ganzen 14 Jahre so. Da ist er einfach untergetaucht. Ach so. Und hat sich nur nie wirklich gemeldet. Ich habe ihn gefragt, warum. Und er sagte, er hatte Angst davor. Und ihr habt euch jetzt aber persönlich getroffen? Genau, letztes Jahr. An Weihnachten war das. In England oder in Deutschland? In Deutschland. Er kam nach Deutschland. Die Mama hat sich auch total gefreut. Nur das Problem war, das Problem, was ich jetzt auch habe, ist, da hat sich zu arg an mich geklammert. Das heißt, der hat sich sofort an mich gewöhnt, ja. Was heißt das? Und das wollte die Mama nicht. Das mochte sie überhaupt nicht. Was meinst du, er hat sich direkt an dich gewöhnt? Zum Beispiel, er wollte, dass ich mit ihm im Hotel schlafe oder dass er bei uns schlafen kann. Der wollte mich immer aus den Augen lassen, die 3 Tage, wo er bei uns zu Besuch war. Ja. Und genau, und das war ziemlich schlimm für mich. Ich meine, da kommt ein Mann, der sagt, er sei mein Vater, obwohl ich zwar nie was von ihm gehört habe. Hat er dich angefasst auch? Nein, also das nicht. Nee, weil du gesagt hast, er wollte, dass du mit ihm im Hotel schläfst. Also, oder er bei uns, also das hat so geklammert hat von Anfang an. Ach so, aber da ist nicht irgendeine sexuelle Zudringlichkeit. Nein, das nicht. Nee. Einfach, er greift als Vater sehr zu, sagen wir so. Und das ist dir und deiner Mutter zu viel. Also für mich war es nicht so viel, weil vorher wollte ich viel über meinen Papa rauskriegen, was mir Mama nicht erlaubt hatte. Ja. Meine Mutter war Alkoholikerin und das war das Problem, die hat mich nachts immer rausgeholt und da habe ich immer jemanden gebraucht. Verstehe. Den Papa. Jetzt ist er aber wieder in England. Mein Papa. Jetzt ist er wieder in England. Genau, der kam letztes Jahr nur 3 Tage und dann war er wieder in England. Ja. Und dann bin ich eines Tages einfach abgehauen, bin mit dem Zug nach England gefahren zu meinem Papa. Ach. Und war für 3 Monate verschwunden. Meine Mutter wusste nicht, wo ich war. Oh. Ja. Wie waren das, die 3 Monate bei dem Papa? Die waren wunderschön, mir kam das vor, als würde ich ihn jahrelang kennen, obwohl es nur 3 Monate war. Hat denn der Papa eine neue Frau? Nein. Du wohnt alleine? Genau. Und du bist froh, dass du deinen Papa wieder gefunden hast? Natürlich. Und hast ihm auch vergeben, dass er sich in all den Jahren nicht gemeldet hat? Ja, ich habe ihn oft gefragt, warum. Er hat einfach, also richtig konnte er mir nie antworten.
Aber ich habe mir einfach gedacht, okay, ihm wird es nicht schwer gefallen sein. Mhm. Aber dass er jetzt kommt, in dem Alter, wo ich verstehe, dass er da kommt, das hat mich arg mitgenommen. Mhm. Und auch wegen der Mama, weil ich mich immer um die Mama kümmern musste, um meine kleine Schwester. Und du bist einfach abgehauen und hast deiner Mutter nicht gesagt, wohin du fährst? Nein. Das ist aber auch nicht in Ordnung. Da hat deine Mutter doch Ängste ausgestanden. Ja, natürlich, das war ja das. Du hast eigentlich nicht mal angerufen, hier, ist das alles in Ordnung, ich bin nur in England? Nein. Gar nichts? Drei Monate lang habe ich mich nicht gemeldet. Ah, das ist ganz schlimm, Ja, da hat die Mutter doch wahrscheinlich gedacht, dass es ein Verbrechen passiert. Genau, oder weil es war so, bei uns in der Umgebung wurden zwei Mädchen noch umgebracht, entführt und umgebracht, und da hatte sie halt große Ängste. Jetzt bist du aber wieder bei der Mutter. Genau. Und hat sie dir ordentlich den Kopf gewaschen? Ja, die war wahrscheinlich glücklich, dass du wieder da warst, ne? Ja, das war ja so, nach zwei Monaten habe ich mich gemeldet und habe gesagt, Mama, mir geht's gut, ich bin beim Papa. Hm. Und dann hat sie alles in die Wege geleitet, dass ich wieder zurück nach Deutschland komme. Und ich hatte Angst davor, weil meine Mutter getrunken hat. Hm. Und jede Nacht holt sie mich aus dem Bett, ich muss mich um sie kümmern, alles möglich. Hm. Und ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ach so. Unser Telefon wurde von der Polizei abgehört. Das heißt, wenn ich länger als eine Minute oder so gesprochen habe, wussten die, wo ich war. Hm. Wie ist denn die Stimmung jetzt mit deiner Mutter? Es geht, die hat halt Ängste, ja. Wenn ich weggehe, fragt sie immer, ob ich wieder komme. Also die hat Verlustängste und die ist wahrscheinlich auch eifersüchtig, ne, auf deinen Vater. Genau, das Problem ist, dass an besonderen Tagen, ich gehe immer mit Freunden weg, ich bin daheim, höre Musik, sogar mein Papa, die Mama verbietet mir jeden Kontakt. Und wenn ich jetzt zurück zu meinem Papa gehe, habe ich Angst, dass Mama wieder rückfällig wird. Ach so, sie verbietet dir den Kontakt zu dem Vater? Genau. Ja, das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ja. Wie ist denn jetzt diese politische Situation für deinen Vater? Er wird nicht mehr gesucht. Nee. Er ist jetzt ein freier Mann. Genau. Und er möchte aber auf jeden Fall in England leben und wohnen bleiben. Genau, also nach Deutschland kann er nicht mehr kommen, weil er da verfolgt wurde von Deutschland aus. Und genau, da gab es irgendwie Probleme und deswegen kann er hier nicht wohnen und möchte er auch gar nicht. Ja, gut, England und Deutschland ist ja nur auch nicht sehr weit auseinander. Das kann man ja heutzutage alles recht schnell bewältigen. Genau. Nun bist du erst 16 Jahre alt, das ist ein bisschen ein problematisches Alter. Aber lange dauert es nicht mehr, dann kannst du frei für dich entscheiden, was du machen möchtest. Ich würde mir von meiner Mutter nicht verbieten lassen, den Kontakt zu dem Vater zu pflegen. Nur musst du natürlich dann deiner Mama vielleicht auch begreiflich machen, dass du sie weiterhin lieb hast und dass du weiterhin für sie... Ich sage das jeden Tag, ich kümmere mich um dich. Dass sie einfach keine Angst haben muss, dich zu verlieren. Da ist einfach jemand Neues hinzugekommen, aber dafür wird sie nicht weniger wichtig. So, das musst du ihr vermitteln. Das mache ich ihr ja jeden Tag klar, egal um was es geht. Sag, okay, Heilzeit, bitte um die und die Uhrzeit heim. Ich bin immer pünktlich, dass ich keine Sorgen habe. Ich rufe sie an, wenn ich bei meiner Freundin bin, sage, alles ist okay. Aber dennoch ist alles angespannt im Moment. Genau, sobald ich von meinem Papa anfange zu reden oder in meinem Zimmer bin, dann fängt sie wieder an, aggressiv zu werden. Was ist denn eigentlich mit der Kleinen, so klein ist sie ja noch nicht mehr, mit der kleineren Schwester? Ich bin 14 Jahre alt und die ist recht frech. Also das heißt, sie macht nur, was sie möchte, die macht überhaupt, die ist nicht 14 im Kopf, die ist schon viel weiter. Ist die denn auch so interessiert an dem Vater? Nein, null, gar null. Nicht. Ach so. Null. Aber du dann umso mehr. Genau, genau. Tja, jetzt, und wie soll es jetzt weitergehen? Das weiß ich selber nicht, deswegen rufe ich an, weil ich einfach nicht weiß, was ich machen soll. Wenn ich jetzt wieder zu meinem Papa gehe, wenn ich jetzt mit dem Jugendamt klären würde oder sonst was, habe ich Angst, dass Mama wieder rückfällig wird. Mhm. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, wenn ich zu meinem Papa gehen würde, hat mein Papa mich. Meine Mama hat ja dann noch meine kleine Schwester. So habe ich mir das am Anfang gedacht. Mhm. Aber das würde nicht gehen. Ich bin meiner Mutter auch dankbar, trotz der schlechten Zeit, was ich mit ihr gehabt habe. Weil die ganzen 16 Jahre für mich, aber mein Papa... Ich sag's nochmal, ist deine Mutter denn, oder frag's nochmal, ist deine Mutter so für wirkliche Erklärungen nicht zugänglich, wenn du ihr sagst, pass mal auf, Mama, ich bleibe bei dir. Und wir beide sind unzertrennlich für immer. Aber gib mir die kleine Freiheit, mich auch ab und zu mit meinem Vater zu treffen. Wäre sie überhaupt nicht erreichbar? Nee, überhaupt nicht. Also die hat mein ganzes Telefonbuch gelöscht mit den Nummern. Und mein Papa doch, die denkt, ich habe die Nummer nicht immer im Kopf, wenn ich ihn versuche zu erreichen. Seit einer Woche ist sein Handy aus. Das heißt, ich habe ihn seit einer Woche nicht erreicht. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß, wo er gerade ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, das finde ich schlimm von deiner Mutter. Also, das muss ich sagen. Also, wenn sie dir so rigoros den Kontakt verbietet, den du so gerne hättest, und du hast gute Erfahrungen mit deinem Vater jetzt gemacht in den 3 Monaten,
dann finde ich, wenn sie überhaupt nicht zu erreichen ist, dann finde ich, dass du auch nicht so viel Rücksicht auf sie nehmen solltest, sondern es ist dein Leben, es ist dein Vater und du hast auch ein Recht darauf, das zu leben. Und dann muss man das vielleicht manchmal tun, auch wenn man jemandem etwas wehtut. Deswegen war mir so das Anliegen, ob man das nicht gütlich regeln kann. Gibt es niemanden, der vermitteln kann, den sie sehr respektiert und den du respektierst? Aus der Familie jemanden oder vom Jugendamt jemanden oder ich weiß nicht, irgendjemanden, den... Ja, den das Problem ist, die Familie von meiner Mama ihrer Zeit, die verabscheut mich, weil ich ja abgehauen bin. Meine Mutter hat die abgenommen, war voll in Sorge. Mhm. Und immer wenn die bei uns daheim anrufen und die hören, dass ich ans Telefon gehe, dann legen die einfach alle auf. Mhm. Okay, dann fallen die schon mal weg. Hast du Kontakte zum Jugendamt? Nein. Mhm. Gibt es sonst keine Person, die du gleichermaßen respektierst wie deine Mutter? Nein, also meine Familie, meine Oma, ja, meine Oma, aber die kann das auch alles immer mitmachen. Die hat so viel durchgemacht, selbst mit meiner Mutter wie ich. Okay, dann geht das auch nicht. Nein, ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Wir müssen, also ich finde, bevor du jetzt ganz hart drauf kommst und deine Mutter vor vollendete Tatsachen stellst, außerdem bist du erst 16 Jahre und ich wollte ja, ist alles kompliziert, finde ich, muss man irgendwie versuchen, einen Mittelweg zu finden. Den werden wir jetzt in Ruhe im Hintergrund uns überlegen, mit dir zusammen. Mhm. Einverstanden, Hayat? Ja. Dann werden wir dich jetzt gleich zurück, also du legst auf und wir rufen dich gleich zurück. Okay. Erstmal ruft mein Psychologe, der Peter, dich zurück und dann sehen wir weiter und überlegen was. Grundsätzlich muss die Richtung sein, dass du sollst deinen Vater sehen. Und wenn deine Mutter es permanent verbietet, dann muss sie halt in Kauf nehmen, dass du Dinge tust, die sie nicht machen will. Dann muss man ihr auch wehtun. Das alles kann man nicht mit einem Schlag lösen. Ja? So, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, danke. Tschüss. Und leider nur noch kurz, aber ich freue mich, dass er da ist. Der Ingo, 39. Hallo Ingo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Ingo. Guten Morgen. Was ist denn dein Thema? Mein Thema hat mit Frauenwäsche zu tun. Ich habe aber einen ganz speziellen Fetisch, der hat mit Rüschen und Volants zu tun. Das heißt, ich ziehe mir eigentlich alles an, was mit diesen Rüschen und Volants besetzt ist. Ja. Ja, und das geht auch hin bis hin zu Gardinen. Ach, du ziehst dir Gardinen an? Ja. Ja, aber die lässt du doch umschneidern, erst in Kleidung oder einfach legst du dir die Gardinen so um? Also früher habe ich meistens die Gardinen so umgelegt. Ja? Und mittlerweile habe ich mehrere Möglichkeiten gefunden, diese umzuschneidern. Ja. Ja, so in. Und du findest das geil, auf der Haut diesen Gardinenstoff zu spüren? Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass du diese Gardinen auf die nackte Haut anziehst. Ja, genau. Und das ist ein Fetisch, ne? Das ist eine sexuelle Anziehung hat das für dich. Ja, genau. Und mein Problem ist halt dabei, ich habe jetzt mittlerweile in sehr vielen Internetforen, also mittlerweile gibt es ja im Internet fast Millionen von Kontaktmöglichkeiten. Habe ich überall versucht, Kontakte mit Gleichgesinnten zu finden. Mhm. Und ich denke, also ich habe den Eindruck gewonnen, dass ich da alleine bin mit. Mit dem Gardinenfetisch? Ja. Habe ich auch noch nicht so gehört. Ja, also es dreht sich ja nicht nur alleine um diese Gardinen, sondern eben um diese Rüschen und Volants. Um die Rüschen, ja klar. Ja, dann mache ich jetzt, wir sind zeitlich etwas beengt und bedrängt, Ingo. Ja, ich werde dann jetzt mal einfach meine Zuschauer fragen und Zuhörer, wer von euch auch auf so etwas steht. Bitte mailt uns. Würde ich auch gerne mal mit jemandem sprechen, der auf sowas steht. Und gerne stellen wir dann auch den Kontakt zu Ingo her. Ist das ein Wort, Ingo? Ja, das wäre natürlich super klasse. Ja, so, dann müssen wir leider jetzt Schluss machen. Aber wir haben noch reden können und du bist ein Anliegen losgeworden. Ja, besteht dann die Möglichkeit, dass wir da irgendwann in der nächsten Sendung...